Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen beim Asklepios-Webinar am Donnerstag. Mein Name ist Till Ilies. Ich bin der leitende Oberarzt der Abteilung für Neuroradiologie hier im Krankenhaus Altona. Ich bin leider nicht Herr Professor Eckert. Ich muss ihn entschuldigen oder er lässt sich entschuldigen. Er konnte den Termin heute partout nicht wahrnehmen. Wir haben uns aber abgesprochen und wir besprechen das Thema heute auch in seinem Sinne. Ich hoffe, ich kann dann auch alle Ihre Fragen klären, die noch aufkommen werden. Ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an. Das Thema heute ist Pulsschlag am Ohr, Durafisteln und wie behandeln. Das ist sicherlich ein, ich sag mal, eher seltenes Thema, aber es freut mich, dass Sie dabei sind. Ich habe zuallererst einmal diese Folie hier aufgehängt über Tinnitus, dass man einfach sich das mal angucken kann. Tinnitus, also ein Ohrgeräusch, ist eine ziemlich häufige Erkrankung, die eben auch vor allem mit steigendem Alter zunimmt. Wenn man sich das hier auf der linken Seite mal anguckt, dann kann man sehen, dass zum Beispiel hier bei den 65- bis 74-jährigen Patienten jeder Dritte im Prinzip einen Tinnitus hat. Das Gute ist aber, dass wenn man hier mal nach rechts guckt, dann ist doch ein schwerer Tinnitus, der einen wirklich stört und im Alltag beeinträchtigt, sehr selten ist. Das heißt, viele Leute haben einen Tinnitus, aber die meisten Leute stört er gar nicht so wahnsinnig und damit kann man eigentlich ganz gut leben. Der pulsatile Tinnitus ist ein spezieller Tinnitus. Pulsatil heißt in diesem Sinne, dass man ihn quasi hört, als wenn das Blut durch die Ohren fließt oder man hört eben das Blut fließen. Das ist aber nur ein kleiner Teil oder nur wenige Leute haben diesen pulsatilen Tinnitus. Etwa jeder zehnte Patient mit Tinnitus empfindet ihn als pulsatil. Dabei kann man nochmal unterscheiden in einen sogenannten subjektiven Tinnitus. Das ist eben ein Tinnitus, der nur vom Patienten gehört wird, der eben von außen nicht wahrnehmbar ist. Und bei diesen kann man etwa in einem Drittel eine Ursache finden. Ich denke, das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen hochgegriffen. Anders ist es beim objektivierbaren Tinnitus. Das objektivierbar heißt, dass man den nicht von außen hört, wenn man das Ohr anlegt. So laut ist der Tinnitus dann eigentlich nie der pulsatile, sondern dass, wenn man das mit einem Stethoskop dann zum Beispiel hören kann, da kann man sich vorstellen, da kann man dann fast immer eine Ursache finden. Ursache heißt aber nicht unbedingt eine schlimme Krankheit, sondern das können auch ganz normale Befunde sein, die überhaupt gar nicht behandlungsbedürftig sind. Sondern die einfach da sind und dann kann man sich sozusagen beruhigt zurücklehnen und auch sagen, dass man nichts Schlimmes hat. Es gibt aber doch einzelne Erkrankungen, die einen Tinnitus und eben auch einen pulsatilen Tinnitus auslösen können, die behandlungsbedürftig sind. Ich habe das hier auf der rechten Seite einmal aufgezeigt. Ich fange mal hier unten an. Das sind sozusagen diese Tumore hier unten, ein sogenanntes Akustikusneurinom oder auch vestibulares Schwannom genannt. Das sind gutartige Tumoren am Innenohr, die können einen Tinnitus auslösen, oder diese Glomustumore, die sind nochmal deutlich seltener. Das sind sehr stark durchblutete Tumore. Da kann man sich vorstellen, dass man da eben auch diese Durchströmung hören kann. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Gefäßveränderungen, die einen Tinnitus eben auslösen können, diesen pulsatilen. Und das sind diese duralen AV-Fisteln, über die ich jetzt gleich noch ein bisschen mehr besprechen werde, oder arteriovenöse Malformationen, die sind nochmal seltener zu finden. Es gibt aber noch andere Ursachen, wie zum Beispiel Einengungen der Halsschlagader, die aber auch nicht unbedingt gefährlich sein müssen, oder ganz normale Gefäßschleifen oder abnormer Verlauf von Arterien im Hals oder am Kopf, oder ein sogenannter hochstehender Bulbus venae jugularis. Das ist die Halsvene und das ist eine einfach Lageranomalie, die auch nicht gefährlich ist. Und in letzter Zeit werden auch zunehmend sogenannte Sinusstenosen, also Einengungen der Hirnvenen, als Ursache von einem pulsatilen Tinnitus diskutiert. Durale AV-Fisteln sind insgesamt sehr seltene Erkrankungen. Es ist mal schwierig zu sagen, wie häufig sie genau vorkommen. Ich habe hier mal gefunden, eine Schätzung ist, dass man sagt, etwa eine durale AV-Fistel findet sich auf 300.000 Personenjahre. Das heißt, man müsste schon 300.000 Jahre alt werden, um eigentlich eine Fistel zu entwickeln. Dabei sind diese Fisteln meistens im Kopfbereich und ganz selten gibt es sie, und das sind wirklich absolute Raritäten, auch mal im Rückenmark. Das ist wirklich sehr selten. Und eben mit dieser Häufigkeit sind diese duralen AV-Fisteln auch im Vergleich zu sogenannten AVMs oder anderen High-Flow-Fisteln, wie wir sie nennen, wirklich seltene Erkrankungen. Die Ursachen, also die Frage, warum
habe ich eine Fistel bekommen, sind insgesamt nicht vollständig verstanden. Das ist ja bei sehr vielen Erkrankungen so. Man geht, wie bei auch vielen anderen Erkrankungen, inzwischen von einer sogenannten Two-Hit-Hypothese aus. Das heißt, es gibt eine gewisse genetische Prädisposition, die man mitbringt, und auf diese lagert sich dann ein Auslöser aus. Und wenn man diese genetische Prädisposition nicht hätte, dann würde dieser Auslöser eben auch nicht zur Ausbildung einer AV-Fistel führen. Und dieser Auslöser, das können zum Beispiel venöse Thrombosen sein, die bei Gerinnungsstörungen auftreten. Es können angeborene Angelegenheiten sein, ein Trauma wie ein Unfall oder eine Operation. Das sind durchaus ja Sachen, die bei allen Leuten mal vorkommen. Aber eben bei manchen Leuten, die dieses eher seltene Set an genetischen Auslösern haben, dann doch mal zur Ausbildung einer duralen AV-Fistel führen können. Was ist eine durale AV-Fistel eigentlich? Das, hier mal dieses Bild gezeigt, sieht man auf der linken Seite. Das ist sozusagen einfach das ganz normale Gefäßsystem. Das sauerstoffreiche Blut wird ja über die Arterien dann in die Kapillaren transportiert. Dort findet eben in den Organen der Sauerstoffaustausch oder auch Nährstoffaustausch statt. Und dann wird dieses sauerstoffarme Blut über die Venen wieder zurückgeführt in den Lungenkreislauf und da das Blut wieder mit Sauerstoff angereichert. Dabei ist es so, dass in diesen Kapillaren der Blutdruck, der in den Arterien relativ hoch ist, abfällt, weil die Kapillaren einen sehr großen Querschnitt haben. Und in den Venen herrscht dann nur noch ein sehr geringer Druck und ein geringer Fluss, sodass sie darauf eben auch ausgelegt sind. Und bei diesen Fisteln ist es so, eine Fistel heißt eben ein nicht künstlich hergestellter, aber ein abnormer Kurzschluss zwischen den Arterien und den Venen. Deswegen heißt sie AV-Fistel, arteriovenöse Fistel. Und diese Kurzschlüsse, das sind diese Gefäße hier, das sind missgebildete Gefäße, die sind deutlich größer als bei diesen Kapillaren, sodass da das Blut wesentlich schneller durchströmen kann. Das heißt, der Blutdruck, der in den Arterien herrscht, der wird eigentlich in die Venen weitergeleitet, sodass die Venen vom Druck her überladen werden, aber eben dadurch auch vermehrt Blut durch die Venen fließt und diese Venen dilatiert werden, sich vergrößern und das eben zu Problemen führen kann und man sich vorstellen kann, durch auch sogenannte Remodeling-Vorgänge dort Wandschwächen an den Gefäßen auftreten und die dazu führen können, dass diese Gefäße bluten. Deswegen heißen diese Fisteln AV-Fisteln und sie heißen durale AV-Fisteln, weil eben diese Fisteln, also diese Verbindung, findet auf dem Niveau der sogenannten Dura statt. Das ist die harte Hirnhaut. Warum hört man diese Fisteln denn? Das ist hier mal so ein Bild, da kann man das sehen. Denn diese duralen Gefäße, das ist immer hier so angezeichnet, die heißen Sinus. Das sind eben durch diese Dura gebildete Kanäle, durch die das Blut fließt. Die verlaufen direkt hinter dem Ohr. Und darüber kreuzen eben auch verschiedene Arterien. Und wenn es dann eben zur Ausbildung einer Fistel kommt, genau an diesem Punkt, wie man es hier so sieht, dann findet hier eben dieser Blutfluss statt. Und dieser vermehrte Blutfluss, das ist 1-2 Zentimeter hinter dem Innenohr. Und dann wird das eben über den knöchernen Kanal weitergeleitet. Und dann kann man eben diese Fistel hören. Und dadurch werden sie dann häufig auch entdeckt. Dieses Hören der Fistel ist allerdings nur ein Problem oder es ist häufig sicherlich gut, dass man sie hört, denn dann kann man sie entdecken und kann sie diagnostizieren und gegebenenfalls auch behandeln, denn Fisteln tragen unter Umständen auch die Gefahr einer Hirnblutung mit sich. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man eine Fistel gefunden hat, dass man sie diagnostiziert und auch anguckt, um eben das Blutungsrisiko und dann gegebenenfalls auch das Behandlungsrisiko dieser Fistel genau einschätzen zu können. Wenn Sie mal hier auf der linken Seite gucken, dann sehen Sie zum Beispiel hier wieder eine Fistel aufgezeichnet. Das Blut fließt eben hier durch die Arterie in diesen Sinus rein und fließt dann aber den normalen Weg eigentlich ab. Und von oben fließt eben auch eine Hirnvene in diesen Sinus rein. Und diese Hirnvene fließt noch normal. Das heißt, das Gehirn kann das Blut eigentlich normal in diese Vene abgeben. Wenn jetzt aber diese Fistel einen so hohen Fistelfluss hat, das heißt, dass da so viel Druck in dieser Fistel drin ist, kann es sein, dass sich dieser Blutfluss in der Hirnvene umdreht. Das heißt, dass das Hirn eigentlich dieses Blut gar nicht mehr über die Vene abgeben kann, sondern dass die Fistel selber Fistelblut in diese Hirnvene reindrückt. Und dann kann man sich vorstellen, dass diese Hirnvene überladen wird und damit
besteht eine erhöhte Blutungsgefahr. Und das kann man in einer Klassifikation oder mehreren Klassifikationen kann man das darstellen. Das kann man in der Angiografie sehen. Und wenn man hier auf der linken Seite guckt, dann sieht man, dass das Blutungsrisiko einer sogenannten nicht gefährlichen Fistel bei unter 2% liegt. Das wird dann aber doch, dass wenn es eben diese Flussumkehr in einer Hirnvene stattfindet, geht das schnell auf 40% oder sogar noch höher. Und das sind dann in der Tat Indikationen, wo man dann auch dringend dazu rät, diese Fistel behandeln zu lassen, unabhängig davon, ob das Ohrgeräusch stört oder eben nicht. Allgemein kann man sagen, wird die Diagnostik von einem Tinnitus erstmal mit einem MRT durchgeführt. Und das MRT ist bei einem normalen, also nicht pulssynchronen Tinnitus und bei einem subjektiven Tinnitus, wenn es negativ ausfällt, genügend. Ein MRT kennen Sie bestimmt alle, das funktioniert mit einem starken Magnetfeld. Die Untersuchungsdauer ist 20 bis vielleicht auch mal 30 Minuten, es ist relativ laut. Man kriegt diese Ohrhörer auf und wie gesagt, wenn man da nichts findet, ist das sicher genug, dass man nichts Schlimmes hat. Wenn man allerdings im MRT etwas findet oder wenn man einen objektivierbaren pulsatilen Tinnitus hat, dann sollte man eine Angiografie durchführen, um eben diese Fisteln zu diagnostizieren und zu entdecken. Eine Angiografie ist eine sogenannte invasive Behandlungsmethode, die mit Röntgenstrahlen funktioniert. Ich vergleiche das immer mit einem Herzkatheter, da kann man sich meistens was drunter vorstellen. Das ist eine Untersuchung, die wir ambulant machen. Das heißt, man kommt morgens zur Untersuchung. Die Untersuchung dauert nicht lange, die dauert 20 Minuten. Und dann muss man bei uns noch zwischen 2 und 6 Stunden bleiben, je nachdem, wie der Zugang erfolgt. Man kann das durch die Leiste machen oder auch durchs Handgelenk. Das klingt immer schlimmer, als es ist. Wir betäuben das, das tut nicht weh und es ist auch nicht so schrecklich und ist auch nicht so gefährlich. Und nachher, nach der Untersuchung sind eigentlich die ganzen Patienten immer relativ entspannt, weil es dann auch nicht so schlimm war, ehrlich gesagt. Wir stehen da neben Ihnen und sprechen mit Ihnen und können Sie durch die Untersuchung durchleiten. Und man kann eben mit dieser Untersuchung die Fisteln sehr gut angucken und das zeige ich Ihnen gleich auch. Und die Therapie dieser Fisteln geschieht eben auch über diese Angiografie. Das passiert dann allerdings in Vollnarkose, weil der Fistelverschluss doch auch relativ lange dauern kann. Das wird dann meistens auch über einen Zugang über die Leiste gemacht oder auch über den Arm oder das Handgelenk. Die Operation einer Fistel ist sehr selten, muss man sagen. Also meistens kann man das durch die Arterie machen. Jetzt habe ich mal ein Beispiel mitgebracht von einer Patientin, die ein pulssynchrones Ohrgeräusch hatte auf der linken Seite. Das ist ein MRT-Bild und dazu muss man wissen, dass das ist sozusagen seitenverkehrt. Das ist also die linke Seite und das ist die rechte Seite. Das ist hier oben, das ist die Nase, das ist das linke Ohr, das ist das rechte Ohr. Und diese weißen Würste, die man sieht, das sind die Gefäße, die Hirngefäße. Und jetzt sieht man hier auf der linken Seite, so hinter dem Ohr, ist da so ein bisschen mehr als auf der rechten Seite. Und das sind die Fistelgefäße, die man hier mit dem MRT eben sehen kann. Das heißt, hier hätten wir eben den Befund, dass wir einen Verdacht auf eine Fistel haben oder sind uns sicher, dass wir eine Fistel haben. Und hier muss man dann eine Angiografie machen. Das haben wir dann auch gemacht und das habe ich jetzt mal gezeigt. Da haben wir eben in die Leiste gepiekst und sind mit einem Katheter, das sind so Plastikschläuche, die sind so etwa 90 cm lang, geht man dann in die Halsschlagader, die teilt sich auf in ein Gefäß, was das Gehirn versorgt und ein Gefäß, was den Hals versorgt. Oder beziehungsweise die Hals- und Kopfweichteile. Und das ist dieses Gefäß, was die Hals- und Kopfweichteile versorgt, die Arteria carotis externa auf der rechten Seite. Das mal als normal befunden. Das ist das Gefäß auf der linken Seite. Die müssten eigentlich gleich aussehen. Und Sie sehen, dass eben hier auf der linken Seite ist dieses Konvolut da. Also sind diese Gefäße da, die hier auf der rechten Seite eben nicht zu sehen sind. Und Sie sehen auch, dass dieses Gefäß hier unten relativ dick ist. Das ist nämlich genau dasselbe Gefäß wie hier. Das ist sehr dünn. Und auch dieses Gefäß ist relativ dick. Das ist hier, das ist dieses Gefäß, sehr dünn. Also das hier ist die Fistel in der Tat. Und diese Gefäße sind so dick, weil sie eben überladen sind mit dem Blutstrom, der dahin geht, weil eben sehr viel Blut durch diese Fistel durchfließt. Ich habe das hier nochmal aufgezeichnet. Das ist also der zuführende Weg von diesen mehreren Gefäßen. Es sind mehrere Gefäße an dieser Fistel beteiligt. Hier ist dann der Fistelpunkt. Und von diesem Fistelpunkt geht das Blut dann wieder weg, eben in die Halsvenen, nach unten. Man sieht jetzt in dieser Angiografie, dass das keine gefährliche Fistel ist, also die Gehirnvenen sind nicht überladen, aber dennoch hat die Patientin das pulssynchrone Ohrgeräusch so gestört, dass sie die Fistel behandelt haben wollte.
Zur Behandlung gibt es eben auf endovaskulärem Wege, also durch die Leiste, verschiedene Möglichkeiten. Und das hängt sehr davon ab, wie die Fistel aufgebaut ist. Fisteln sind sehr unterschiedlich und es gibt ganz, ganz viele Varianten. Und aber diese Durafisteln, wie Sie hier gesehen haben, die sogenannten lateralen Durafisteln, die ein Ohrgeräusch machen, sind in der Tat die häufigsten. Man kann zum Beispiel eben ein vor allem venöses Gefäß mit Platinspiralen, also diesen kleinen Coils, zumachen. Die sind gar nicht so groß, die sind eigentlich nur so groß wie ein Haar. Dann gibt es Kleber, den man einsetzen kann, womit man die Arterien zukleben kann, oder kleine Partikel. Das sind so Plastikpartikel, mit denen man dann einen vorübergehenden Verschluss herbeiführen kann, womit sich das Gefäß dann aber auch dauerhaft verschließt. Und man kann, habe ich auf die rechte Seite gezeigt, man kann durch die Arterie arbeiten oder auch durch die Vene. Wie gesagt, das hängt sehr davon ab, wie die Fistel aufgebaut ist. Und hier rechts sehen Sie zum Beispiel, das ist ein Fistelverschluss mit, das sind diese kleinen Coils, also diese Platinspiralen. Und das hier zeige ich gleich mal genauer, das ist ein Fistelverschluss. Das ist dieser Flüssigkleber, den Sie auf der linken Seite sehen. Und das ist mit einer sogenannten Protektion oder ein Remodeling. Das heißt, da ist ein Ballon eingelegt in diesen Sinus, damit der Sinus nicht verschlossen wird, weil man den in diesem Fall eben nicht verschließen dürfte. Und was man jetzt eben macht bei dieser Patientin, das ist in Vollnarkose gewesen. Man hat da einmal in die Leiste gepiekst und ist dann mit einem Katheter eben in die Halsschlagader gegangen und von dort aus dann mit einem ganz kleinen Mikrokatheter, der ist unter einem Millimeter dick, geht man in diese Gefäße, die die Fistel versorgen, und geht so weit an die Fistel ran wie möglich. Und das ist etwa hier, man sieht dieses kleine hier, das ist der Katheter. Und da ist man mit dem Katheter und da spritzt man dann Kontrastmittel durch und hier ist die Fistel. Und das hier sind in der Tat, das ist jetzt sehr hoch aufgelöst, das ist ein halber Zentimeter. Also das ist sehr nah an der Fistel dran und man sieht, da ist der Fistelpunkt und hier geht dann die Vene runter. Das Blut geht dann da runter. Und dann haben wir in diese Vene einen Ballon eingelegt und haben den aufgepustet und haben dann durch diesen Mikrokatheter den Klebstoff gespritzt. Und dieser Klebstoff hat sich eben entwickelt in diese Gefäße, die die Fistel versorgen, und haben eben vor allem sind von der Arterie in die Vene gegangen zu diesem Fistelpunkt und haben sie komplett verschlossen und dadurch, dass der Ballon aufgepustet gewesen ist, in diesem Sinus oder in dieser Vene ist diese Vene nicht verschlossen worden. Und das ist natürlich Sinn der Sache. Und wenn Sie sich das jetzt mal angucken, das sind die Bilder vorher, die hatten Sie eben ja schon gesehen mit diesem Konvolut und dann hat man jetzt nachher nochmal das Abschlussbild gesehen, da ist das jetzt alles weg und die Fistel ist damit verschlossen gewesen und das Ohrgeräusch war weg. Ja, meine Damen und Herren, das war schon auch mein kurzer Beitrag zu duralen AV-Fisteln. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen von Ihnen beantworten und ich glaube, wir würden noch eben gucken, ob es Fragen im Chat gibt. Ich glaube, ich sehe keine Fragen. Alles klar, dann danke ich.